Sonne, Himmel, Wellen und Wind sind die einzigen Begleiter der Menschen, die sich für ein Leben auf See entschieden haben. Ihre Seele spricht eine andere Sprache und die Zeit an Land ist oft eine große Herausforderung. So auch für meinen Vater. Er verbrachte als Kapitän beinahe 40 Jahre auf dem Meer. Seine 6 Ehefrauen und vor allem wir Kinder bekamen ihn entweder gar nicht oder nur sehr selten zu Gesicht. Ich habe ihn erst mit 18 kennengelernt und verbrachte dann jedoch ein halbes Jahr mit ihm an Bord. Eine beglückende Vater-Tochter-Beziehung entstand damals natürlich nicht, aber wenigstens hatte ich nicht mehr ein Phantom zum Vater. Wir wurden Freunde und ich sehe es noch immer als ein ganz großes Glück an, mit ihm eine so schöne Zeit verbracht zu haben. Kurz nach dieser Reise starb er und ich traf bei seiner Beerdigung zum ersten Mal meine Halbgeschwister. Auch wenn wir nicht zusammen aufgewachsen sind, verbindet uns vor allem eines: die Abwesenheit des Vaters, was sich auf Partnerschaften, Lebensaufgaben und Selbstwertgefühl ausgewirkt hat. Deshalb wollte ich mehr über ihn in Erfahrung bringen. Und 30 Jahre später noch einmal mit einem Frachter mitfahren, um mehr über unsere Wurzeln und das Lebensgefühl unseres Vaters herauszufinden. Seine Reederei Egon Oldendorf gab mir noch einmal diese Chance. Ein Schiff, das gerade Eisenerz aus Brasilien nach Rotterdam transportiert hatte, machte die gleiche Tour noch einmal. Und ich bin mit dabei. Diesmal jedoch nicht alleine, sondern mit meiner ältesten Schwester Petra. Das eiserne Ungetüm wird für die nächsten 7 Wochen unser Zuhause sein. Wir sind außer den Pin-Ups die einzigen Frauen an Bord. Und brauchen ein paar Tage, bis wir uns an diese neue Welt gewöhnt haben. Ich war froh, als endlich Schlepper in Sicht kamen, um uns aus dem Hafen zu ziehen. Ich genieße das wunderbare Gefühl des Abreisens, des alles hinter sich Lassens, ebenso wie meine Schwester. Etwas, das ich zeitlebens geliebt habe und in meinem Beruf als Dokumentarfilmregisseurin immer wieder erleben durfte. Ich bin gespannt und bereit für die äußeren und auch die inneren Erfahrungen, die in den nächsten Wochen auf uns zukommen werden. Sobald man auf dem offenen Meer ist, ändert sich die Wahrnehmung. Der Bewegungsradius ist eingeschränkt. Äußere künstliche Reize sind weitgehend abgeschaltet. Internet, Telefon, Fernsehen können die Seele nicht mehr in Ketten legen. Der Weg nach innen ist frei. Das merkt man auch der Mannschaft an. Einfache Menschen mit einem großen Herzen. Werde ich hier meine Seele reinigen? Drei Wochen liegen vor uns. Dann geht es wieder an Land. Unser Vater war meist Weihnachten zu Hause. Deshalb sind wir Kinder beinahe alle im September geboren.